alles, was sich dreht, muss gelagert werden. Die Erfindung des Gleitlagers ist 3000 Jahre alt. Mit der Entwicklung des Rades musste man die Welle und das Rad mit zwei verschiedenen Werkstoffen kombinieren, um die Drehbewegung zu realisieren, und hat das Ganze fett geschmiert. Insofern war das die erste Gleitlagerung, und genauso funktionieren heute noch Gleitlager. Also ich habe eine Achse, die in der Mitte sitzt, ich habe ein Lager, was außen rum sitzt, und die beiden Paarungen haben im Idealfall keinen Kontakt, die werden durch einen Öldruck gelagert. Aber ich habe natürlich die Situation, dass hin und wieder so eine Maschine, sei es eine Windkraftanlage oder was auch immer, einmal stehen bleibt und dann liegt eben die Achse auf dem Lager außen auf. Und das System muss ja irgendwann wieder anlaufen können, und dann habe ich eine gewisse Art von Reibung. Dann erwartet man von dem weichen Gleitlagerwerkstoff eine sogenannte Notlaufeigenschaft. Das heißt, das Lager funktioniert noch eine ganze Weile weiter, auch bei Mangelschmierung. Kupfer, Zinn, Bronze sind alles Werkstoffe, die sehr gute Gleiteigenschaften haben. Und eben in dem Moment von einem Stillstand von so einer Anlage und dem Wiederanfahren brauche ich diese gleitenden Eigenschaften, ohne irgendeinen Schaden zu erzeugen. Würde ich dort einfach nur die Stahlwerkstoffe, die als Grundmaterialien genutzt werden, nutzen, und die würden aufeinander aufliegen, man würde anfahren, würde man da sehr schnell einen fressenden Prozess, Schäden letzten Endes auf dem Bauteil sehen. Und deswegen führt man diese Beschichtung aus, um eben Notlaufeigenschaften dann am Ende auch zu haben. Und wir haben uns schon über einen langen Zeitraum damit beschäftigt, was gibt es noch für alternative Möglichkeiten neben dem doch sehr energieaufwendigen und verfahrensbedingt stark eingeschränkten Prozess des Gießens. Schon in den ersten Versuchen mit dem Auftragsschweißen hat sich gezeigt, dass es ein Diodenleser sein muss, einfach von der technischen Ausführung, um Zinn- oder kupferhaltige Werkstoffe verschweißen zu können. Eigentlich hat es nur damit funktioniert. Es gab natürlich auch noch eine Reihe anderer Versuche, was nicht zum Erfolg geführt hat. Und seitdem sind wir mit den Lasern von Laserline in der Anlagentechnik vertraut und haben inzwischen 4 Anlagen, die alle aus dem Hause Laserline kommen. Die Firma Atmos nutzt ganz klar unsere Diodenlaser, mittlerer Leistungsbereich rund um die 10 Kilowatt, mit einer Strahlqualität -100 nennen wir das. Das heißt, da ist eine 1 mm Faser hinten dran, womit wir eben einen mittleren Fokusdurchmesser erzeugen können. Spotbereich irgendwo 2 bis 8 mm. Was für uns besonders interessant ist, dass Laserline sich auch mit der Entwicklung neuer Komponenten sehr stark beschäftigt, die uns wieder weiterhelfen, unsere Technik auch weiterzuentwickeln, ob das Kamerasysteme sind, Sensorik, natürlich auch neue Schweißdüsen oder Verfahrensanweisungen für bestimmte Prozesse. Unsere Laser mit den geringeren Leistungen werden hauptsächlich für die Weißmetalle verwendet, und die Ionenlaser von 12 kW werden für die Bronzelegierung verwendet, weil wir dort eine höhere Energiedichte brauchen. Die Verbindung des Zinn- oder kupferhaltigen Werkstoffes mit dem Stahl muss qualitativ absolut untrennbar erfolgen, also mit hohen Verbindungswerten, gleichzeitig fehlerfrei, das heißt, es dürfen keine Lunker oder Risse entstehen. Bei den Werkstoffen, gerade Bronze bzw. kupferhaltige Werkstoffe, ist nochmal entscheidend, dass ich auch auf Faktoren wie Rückreflexionen achte, das heißt, der Laserstrahl, der auf mein Bauteil auftrifft, hat gerade auf Bronze- oder kupferhaltigen Werkstoffen auch immer Reflexionen. Und diese Reflexionen sollte man nach Möglichkeit nicht direkt wieder in die Optik reingehen lassen, sollte an der Düse vorbeigehen. Das heißt, man stellt meistens den Prozess nochmal leicht an, um eben Temperatur auf Beschichtungsdüsen auch minimal zu halten. Wir haben verschiedene Optiken von Laserline, die verschiedene Bauhöhen realisieren, damit wir unsere Gleitlager von 100 mm Innendurchmesser Minimum schichten können. Nach oben gibt es nur Grenzen, was unsere Anlagentechnik betrifft, was unsere Aufspannung betrifft. Dort sind wir im Bereich von 1 Meter Durchmesser. Ansonsten können unsere Optiken innen wie außen beschichten. Wir haben im Vergleich zu bisherigen Verfahrensergebnissen wie eben Gießen, aber durchaus auch Spritzprozesse oder andere ähnliche Beschichtungsprozesse, deutliche Vorteile beim Laserauftragsschweißen festgestellt. Einer der wichtigsten ist, dass ich eine enorm hohe, vergleichsweise sonst nicht erreichbare Bindungsfestigkeit der beiden Werkstoffe erziele. Die liegt also deutlich höher als bei anderen Verfahren üblich. Aber es gibt auch weitere Vorteile, die gerade in den letzten 2 Jahren deutlich mehr zum Tragen gekommen sind. Die Einsparung bei den E-Metallen liegt bei über 70%. Wir benötigen also wirklich deutlich weniger NE-Metalle als im Gießprozess. Und die Energieeffizienz liegt bei Einsparungen im Bereich 90% gegenüber den Gießverfahren. Das heißt also, es ist nicht nur
gutes Verfahren, sondern auch ein zukunftsrechtes Verfahren. Der spannende Faktor ist natürlich, dass die Industrie einfach diesen Schleuderguss kennt und sich erstmal auch mit dem Laserauftragsschweißen anfreunden muss. Und das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Die Vorteile technologisch haben viele Kunden häufig verstanden, man muss sie aber dann auch von der Qualität überzeugen können. Viele Kunden haben gesagt, ist ganz toll, Herr Hosemann, was du da hast, aber solange du das alleine machst, können wir das gar nicht von dir kaufen. Und das ist ein Punkt, der sich jetzt geändert hat in den letzten 2-3 Jahren. Es gibt natürlich jetzt auch mehr Firmen, die sich damit beschäftigen, aber das tut dem Markt eigentlich gut. Das ist nicht unbedingt eine Wettbewerbsposition, sondern zeigt eigentlich, dass das Laserverfahren auch industriell anerkannt wird. Wir sehen heute ganz klar sehr häufig die Gleitlager, wie man sie klassisch kennt. Das ist eben ein rundes Bauteil. Ich habe eine Achse, die sich innen drin dreht und das Ganze muss gelagert werden. Aber grundsätzlich gibt es natürlich jede Menge andere Bauteile, die irgendwie gleitend gelagert werden müssen. Und das muss nicht zwingend ein Bauteil sein, was radialsymmetrisch ist, sondern kann letzten Endes auch ein Bauteil sein, was völlig plan ist, aber eben Bauteile, die aufeinander gleiten. Und so gibt es tatsächlich aus verschiedensten Industrien auch neue Anfragen, die jetzt lernen, okay, ich kann einen Laser einsetzen, das heißt, ich bin nicht mehr von diesem radialsymmetrischen Bauteil abhängig, sondern ich kann auch plane Flächen oder auch komplexere Geometrien erzeugen, sodass auch dort ein Umdenken stattfindet auf diese neue Technologie. Im Augenblick testen wir gerade große Gleitleisten, haben wir auch noch nie hergestellt, sodass wir schon einen Trend sehen, dass sich die Komponenten, die eigentlich mit dem Laser zu beschichten sind, weit über die bisherigen Anwendungen entwickeln können. Und das einfach ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor. Da sitzen Menschen, die einfach Lust auf diese Technologie haben, verstehen, wie Werkstoffe funktionieren, wie man sie aufschweißen kann, wie man sie verarbeiten kann und wo die Limitationen sind und wie ich Parameter anpassen muss. Wenn man dann die Qualität hier sieht, die hier wirklich auch in der Serie produziert wird, unsere Technologie als Strahlquelle, die man zunächst mal zu einem Kunden gibt und die dann einfach zu einem Endprodukt wird, was wirklich auf dem höchsten Level im Moment weltweit unterwegs ist, super spannend, das hier zu sehen. Bei der Herstellung von Verbundgleitlagen ist das Laserauftragsschweißen heute schon nicht mehr wegzudenken. Und auch nicht mehr so ohne weiteres zu substituieren durch andere Verfahren. Und die Vorteile, die werden sich in den nächsten Jahren noch deutlicher durchsetzen.